Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie man auf ein ca. 30 Jahre altes Herzventilunterteil einen modernen Thermostatkopf verbaut. Hier gibt es das Problem, dass es unterschiedliche Gewindegrößen gibt. Die Firma Herz verbaut das 28 mm Gewinde und die meisten anderen Hersteller das 30 mm Gewinde. Wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, dann bleib jetzt dran. So, als erstes schrauben wir den alten Thermostatkopf locker, damit wir ihn dann mit der Hand ganz abschrauben können. Unser Herzventilunterteil hat ein Gewinde von 28 mm, genauso wie das Gewinde des Herzthermostatkopfes. Das bedeutet, wir können den Thermostatkopf desselben Herstellers direkt auf das Ventil schrauben. Zuerst wieder mit der Hand locker und dann in unserem Fall mit einem 30er Gabelschlüssel befestigen. So, das wäre die Variante mit dem Herzthermostatkopf. Jetzt gibt es folgendes Problem. Wenn wir einen Thermostatkopf eines anderen Herstellers verwenden möchten. Die meisten anderen Hersteller verwenden ein Gewinde von 30 mm. Wenn wir jetzt uns mal den Thermostatkopf der Firma Heimeyer anschauen, haben wir ein 30 mm Gewinde und auch bei diesem digitalen Thermostatkopf haben wir ein 30 mm Gewinde. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, da findet ihr dann alles. So, wie lösen wir das Problem jetzt? Wir schrauben als erstes den Thermostatkopf wieder locker. Und benötigen so einen Adapter, der hier die 28 mm hat und auf der anderen Seite ein 30 mm Gewinde. Einfach mit der Hand wieder locker anschrauben. In diesem Fall mit einem 19er Gabelschlüssel befestigen. Und jetzt passen eben die meisten anderen Thermostatköpfe einfach drauf. Mit der Hand wieder locker anschrauben und mit der Rohrzange festziehen. So, das war's im Prinzip. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Like. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!